Okay, jetzt wird es aber ziemlich oft langsam, die Moluskelbude. Aber was soll's. Jetzt sind wir mit dem Roller am Start. Und die Gegner sind wieder zu dritt. Was ist denn das? Ich will doch nur 4 gegen 4 spielen. Aber nein. Irgendwie will es nicht. Ich werde jetzt mal wie Ethan Watzel, unser bester Freund hier, werde jetzt auch mal vermehrt mit dem hier arbeiten. Keine Ahnung, ob das was bringt mit diesem senkrechten Schuss. Mal gucken, ob wir damit was reißen können. Ich habe keine Tinte mehr, es ist scheiße. Aber wenn ich jetzt einfach hier hingehe... Der ist doch hier, oder? Der war doch hier. Wo ist der hin? Ah, der war da oben. Boah, die ganze Zeit senkrecht schleudern, das ist ganz schön aufwendig, ohne Scheiß. Das ist ganz schön schwierig, das immer zu machen. Na, Kollege? Der Tintenschock ist auch geil. Der ist richtig cool. Ich werde jetzt auch mal probieren, den aus einem Supersprung rauszumachen. Ich lade mir den nochmal auf. Und dann werde ich mal abchecken, wie das ist, wenn man aus dem Supersprung kommt. Ob man direkt im Tintenschock landen kann. So, jetzt will ich zu den Gegnern in die Base. Dafür müssen wir aber oben lang. Deswegen müssen wir jetzt kurz da. Als ob da diese eine kleine fleckgelbe Farbe jetzt hier so Faxen macht. Sehr schön. Nein, nein, nein. Da wollte ich nicht. Oh, scheiße. Ich hab's ja schon wieder verbockt. Okay, wir müssen einfach nochmal nach oben. Übrigens finde ich, dass in Splatoon 2 alles ein bisschen schöner glänzt, grafisch. Nein, weg, 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 weg. Oh, da unten lag nicht wirklich eine Haftbombe von ihm. Und übrigens, bei den Gegnern sind 3 Roller, fällt mir gerade auf. Euer Ernst. Ihr habt ja eine richtig hohe Waffenvielfalt, Freunde. Mann, es gibt nichts mehr zum Einfärben. Ich will auch nochmal den Tintenschock aufladen. Da muss ich ja wirklich die Fläche zum Einfärben echt irgendwie suchen. Okay, Moment. Jetzt kommt gleich... Oh, jetzt wollte ich gerade mit meinem senkrechten Schuss kommen. Aber der geht jetzt wahrscheinlich hier hinten lang, ne? Sehr schön, den habe ich noch erwischt. Aber den Tintenschock aufladen kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin. Außer hier noch ein bisschen. Komm schon, gib mir noch ein bisschen freie Fläche zum Färben. Come on, please. Ich hab meinen Tintenschock gehabt. Nein, aber ich kann es nicht testen. Es sind einfach zu wenig Spieler aktiv. Ich spring halt zu dem da. Oh Gott, da hat jetzt aber einer noch richtig viel gelbe Farbe verteilt. Warum ist da jetzt gelbe Farbe am Boden? Wir sind beide gleichzeitig gestorben. Oh Mann. Ja, dann melde ich das. Ich hoffe, jetzt kommt ein vierter Spieler nach und wir können wieder 4 gegen 4 spielen und dann werde ich das testen. Keine Sorge. Aber ich habe eine ziemlich hohe Siegquote. Kann das sein? Weil ich gewinne schon. Aber ich spiele auch total... Liegt das irgendwie an mir, dass die Gegner mal rausfliegen? Ist irgendwas mit meinem Internet, dass die Gegner sich nicht mit mir verbinden können? Ich weiß es nicht. Wieder die Moluskelbude. Gib mir doch einfach mal eine andere Map. Please. Wir haben 3 Roller im Team. Holy shit. Und die Gegner haben auch 2. Und jetzt will ich das endlich mal testen. Ob ich im Tintenschock direkt aus dem Supersprung landen kann. Freuen wird es mich auf jeden Fall. Wir werden sehen. Wir werden definitiv sehen. Aber es wird gleich, sobald ich meinen ersten Tintenschock aufgeladen habe, glaube ich, werde ich das einfach direkt mal testen. Egal, ob ich damit einen Gegner kille oder nicht. Aber spannend zu sehen ist es, glaube ich, auf jeden Fall. Ich probiere mal was. Oh, der leckt rum. Der leckt ja mal übelst rum wie Sau. Aber der landet jetzt hier, ne? Und da landet gleich noch einer. Triple Kill. Epic Shit. Okay. So, dann suche ich jetzt mal einen Kollegen. Ich nehme einfach mal den da. Und jetzt drücke ich auf Tintenschock. Tatsächlich. Wie epic ist das denn? Okay, damit lassen sich, glaube ich, extrem nice Kombos aufbauen. Ey, ich glaube, damit kannst du echt richtig viel Scheiße machen.
Verdammt, mich hat der Fischhut getötet. Wie kann er nur? Okay, aber das ist cool. Das ist extrem cool. Und ich glaube, das wissen noch nicht viele. Ich habe es ja auch nur eher durch Zufall rausgefunden, weil es ein Gegner gemacht hat. Epic Shit. Damit muss ich auf jeden Fall da mit einem Kumpel zusammen irgendwelche nicen Kombos machen. Der geht zu den Gegnern, trollt da rum und dann lande ich einfach und dann macht's Boom. Am besten noch mit dem Perk, dass die Gegner nicht sehen, wann einer mit einem Supersprung kommt. Oder nein, doch, eigentlich sollen es die Gegner ja sehen. Weil die sollen ja am besten da stehen und... Oh, Double Kill. Die Gegner sollen es ja sehen und sich dann um diesen Punkt rumpolzen hin, denkt sich, ah, oh, da landet gleich einer, den töten wir jetzt, wenn er landet. Und dann landet man halt einfach im Tintenschock. Also eigentlich sollen das die Gegner ja sehen. Oh, das ist cool. Oh, das gefällt mir richtig. Das finde ich epic. Oh, Raketenland, ne? So, kurz die Farbe wieder ausgleichen, kurz wegwischen und dann alles Grüne wieder weg. Hier hat jemand was verschmutzt, Freunde. Räumt doch eure grüne Farbe auch wieder auf, ja? Das wäre sehr nett. Tintenschock von uns da oben. Der hinterlässt übrigens so eine eingefärbte Fläche wie das Tinferno, wollte ich ja nochmal sagen. Erwischt. Nochmal erwischt, sehr geil. Und wir haben den Tintenschock wieder. Ich glaube, ich hätte mal da runter zu... Oh, scheiße. Mein Kollege räumt da schon ganz gut auf. Verdammt, wo sind denn Gegner? Da sind Gegner. Und die Mucke taugt mir auch, muss ich sagen. Double Kill! Ah, fuck, mich hat's auch erwischt. Aber ich habe wieder zwei erledigt. Mein Team kann weiter einfärben. Übrigens, endlich mal wieder eine 4 gegen 4 Runde. Höchst angenehm. Ich möchte zu dem bitte. Ich habe leider keinen Tintenschock, mit dem ich landen kann. Ah, einfärben! Okay. Nice. Buh! Ein epischer Sieg. War eigentlich eine ganz gute Runde. Aber wir hatten noch 3 Roller. Das finde ich halt irgendwie schon geil. Haben halt mal richtig durch. Ich war letzter. Holy shit, ey. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Ich glaube, das erste Mal letzter, obwohl ich gut gespielt, also meiner Meinung nach gut gespielt habe. Ich habe noch am Anfang dieser Slots so sehr die Map Rotation gelobt. Und jetzt spielen wir zum 38. Mal die verdammte Molluskelbude. Ich raste aus. Mädel, Leute, Mädel. Drachenlord, Alter. Das ist echt ein unfassbares YouTube-Phänomen. Ey, ich würde es wirklich als Phänomen bezeichnen. Wie ein Mensch so polarisieren kann. Das ist wirklich schon fast beeindruckend. Der ist doch nahe bei den Gegnern, oder? Oh, ich kann nicht mehr zu ihm springen. Ich will zu jemandem springen und im Tintenschock landen. Ja, okay, dann spare ich mir das nochmal. Aber ich will das jetzt mal machen. Kann irgendeiner von uns mal zu den Gegnern vorgehen? Die machen alle nur Faxen. Hört mal auf, Faxen zu machen, sondern geht zu den Gegnern in die Base. Ich will nice Kombos machen. Oh, guck mal, was da einer gemacht hat. Als ob der mich getötet hat, als ich im Tintenschock hochgesprungen bin. Du Arsch. Du Arsch. Es geht mir auf den Sack, aber dieses senkrecht schleudern, das ist halt echt mächtig, ne? Damit kannst du richtig viel krassen Scheiß machen. Also ich glaube, wenn man viel Roller spielt in Splatoon 2 und ich sag mal, das Rollerspielen ein bisschen perfektioniert, dann kannst du richtig was reißen. Also ich glaube, der Roller könnte mit zu den stärksten Waffen gehören, die es hier gibt. Oh, da kommt einer. Scheiße. Wenn man keine Tinte mehr hat und die gegnerische Tinte steht, dann hat man als Klecksroller ein Problem. Da hat man ein ordentliches Problem, aber... Ah, ne, ich habe ja meinen Tintenschock nicht. Ich wollte gerade zu einem meiner Kollegen springen und dann die Tintenschock-Kombo macht. Ich will das nochmal machen. Ich finde die so geil. Ich finde das so epic. Ich muss das jetzt nochmal hinkriegen. Oh, der zielt jetzt gleich auf mich, ne? Ja, richtig. Gut machst du das. Oh, da kommen welche. Okay, einen erwischt. Und jetzt habe ich auch die Kombo. Moment. Komm. Zu dem springe ich. Als ob jetzt so eine verfickte Haftbombe neben mir hochgeht. Oh boy, please.
Das darf doch nicht wahr sein. Ich darf die Kombo einfach nicht mehr machen. Das Spiel verhindert es mit allen Mitteln. Wieso ist das so? Warum seid ihr so gemein zu mir? Ja, dann verteile ich jetzt einfach ganz normal blaue Farbe, wie es jeder normale Rollerspieler tut. Ich mache keine freshen Kombos. Ich spiele einfach. Es ist in Ordnung, ich habe es kapiert. Da, zack, Double Kill. Ah, fuck doch off. Jetzt wird meine Spezialfähigkeit schon wieder zurückgesetzt. Ich darf es nicht mehr machen. Ich darf es nicht mehr machen. Das Spiel verhindert es mit allen Mitteln. Tschuuu. Hallo. Übrigens hatte ich wieder den Fischerhut, was ich sehr feiere. Und das ist auch ein easy Sieg für uns. Bam. Die kleine Katze wurde eliminiert und die fette Katze hat gewonnen. Ich war wahrscheinlich wieder letzter. Nein, diesmal war jemand anders schlechter. Aber die Gegner hatten schon wieder einen AFK nach einer gewissen Zeit. Was ist hier los? So, für die letzten Runden habe ich jetzt nochmal den Fischerhut angezogen, mit dem alles hier auf dem Kanal angefangen hat, den ich mir ursprünglich mal für ein Festival gekauft habe, wo man eh tragen kann, was man will. Und mit diesem Fischerhut hat dann dieses ganze Fischerhut-Ding begonnen in einem Livestream. War auf jeden Fall eine ziemlich witzige Story. Wir bekommen jetzt auch endlich mal wieder die andere Map zu Gesicht. Können wir hier auch noch ein bisschen spielen. Aber finde ich auch ganz gut. Wir haben jetzt in den anderen Slots immer sehr viel diese Map hier gespielt. Dann finde ich es auch mal in Ordnung, wenn da nochmal die andere drankommt. Dass man sozusagen beide hier sieht. Das war dumm. Einfach nur stupide gerade ausrollen. Das ist nicht so schlau. Ich geb's zu. Oh, aber ich muss immer sagen, wenn man dann wirklich eine Stunde am Stück gezockt hat, dann... Es ist schon immer... Also ich finde, Splatoon-Spielen ist kein so, ich sag mal, entspanntes Zocken. Weil man sich doch immer sehr konzentrieren muss. Und jetzt bin ich gerade nicht mehr konzentriert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem jetzt nach 3 Stunden Splatoon in nicht mal 12 Stunden Lebenszeit, das ist halt schon... Es wird viel mit der Zeit. Aber die nächsten 2 Slots werde ich ja, glaube ich, nicht... wahrnehmen können. Jetzt haben wir einfach 2 ein Jetpack gehabt. Das ist euer Scheiß Ernst. Die werden hier gerade ziemlich gerackt. Aber ich sehe gerade schon, bei Team Lila ist mal wieder einer AFK. Und wir werden trotzdem gerackt. Was ist hier los? Der rollt hier voll durch die Gegend. Oh Mann. Warum kann... Also ohne Witz, ist es bei euch auch so extrem? Dass einfach immer wieder AFKs drin sind. Ich weiß nicht, vielleicht lieben die auch immer oder keine Ahnung, aber es kann doch mittlerweile kein Zufall mehr sein, dass man so oft allein spielt. Da, zack, weg mit dir. Dich habe ich erwartet, Inkling Boy. Oh ey, man hat halt echt krasse Tintenprobleme mit dem Roller, weil man hier halt einfach keine gute Ausrüstung in der Testfire hat. Wen haben wir denn da? Zack. Direkt noch einen erwischt. Da ist noch einer! Okay, der wurde auch noch erwischt. Sehr schön. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir alle 3 tot. Jetzt können wir auch zu denen in die Base trollen. Und ja, jetzt haben wir dann doch dieses 3 gegen 4 doch noch für uns entscheiden können. Sehr schön. Scheiße. Nein, ich bin so blöd. Ich bin so dumm, sie zu erwischen. Und da hatte sie gerade noch ihr Raketending. Und ich bah. Schlecht. Sehr schlecht. Aber komm, regeln wir die Prozente noch ein bisschen runter, dass es richtig dominant aussieht. Da ist der Fischerhut-Guy. Boy, I love you forever. Hinter mir ist keiner mit einer lilanen Farbe. Ich war gerade noch etwas confused. Was machst du denn da, Kollege? Als ob die sich genau jetzt umdreht. Und natürlich wieder ein Double Kill. Beide sterben. Ach, fuck off. So, ich glaube, 1 oder 2 Runden sind noch möglich. Wohl eher eine. Und die spiele ich jetzt nochmal mit dem Kleckser, weil ich noch mal ein paar Raketenwaffe abfeuern will. Ich war wieder letzter. Shit! Was ist los? Ich bin mit dem Roller nicht gut. Okay. Damit wird wohl die letzte Runde für den 12 Uhr Samstags-Spot wieder hier stattfinden, ne? Und mal gucken, ob wir nochmal was reißen können. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich wieder meinen
meinen Raketenwerfer habe. Mit dem fühle ich mich einfach besser und ohne Witz. Ich habe auch das Gefühl, dass man mit dem Kleckser einfach am meisten einfärben kann. Mögen andere vielleicht anders sehen, aber ich komme mit dem auf jeden Fall am besten klar. Aber der Tintenverbrauch der Waffen ist so hoch. Mann, ich will jetzt schon verbesserte Kleidung haben. Vielleicht haben sie auch den Tintenverbrauch insgesamt ein bisschen erhöht in Splatoon 2. Keine Ahnung. Weiß man ja nicht. Oh, alle... Ich hatte gerade alle vier im Visier und jetzt habe ich sie auf zwei abgefeuert. Really? So, der landet da vorne. Na, Kollege. Als ob. Und dann war es auch noch der Fischerhut-Guy. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Ich weiß, voll der Disrespect. Oder haben wir einen Jetpack-Spieler? Zwei Jetpack-Spieler. Warum kommen die alle mit dem Jetpack so klar, nur ich nicht? Ich mache irgendwas falsch. Boah, ich komme zu... Oh, ich sterbe. Ich werde sterben. Aber ich werfe noch irgendwas. Ich werfe noch irgendwas. Um hier irgendwas... Wo ist der? Oh, da waren zwei Scheiße. Ja, das war dumm. Ey, ich bin jetzt dreimal gestorben und dreimal durch den. Danny, der ist für dich. Oh, Raketen. Ich will jetzt mal meinen Raketenwerfer wieder aufladen. Warum verkacke ich jetzt so? Und wie komme ich, will jetzt noch eine einigermaßen gute Runde hinlegen. Das ist die letzte wieder für heute. Oh nein, da ist das Danny. Oh, fuck you, ganz ehrlich. Ah, ich glaube, mein Kollege hat ihn erwischt. Da flog auf jeden Fall gerade ein blauer Tintentank durch die Luft. Sehr schön. Zwei im Visier. Die schlagen auch schön in der gegnerischen Base ein, dass wir da auch noch was einfärben. Oh, Double Kill. Mann, warum kann denn nicht einfach ich sterben oder er sterben? Es geht mir auf den Sack. Es geht mir ganz ehrlich auf den Sack. Ich hasse es einfach, wenn es keinen eindeutigen Gewinner gibt. Das ist so unbefriedigend. Da kann ich sagen, ich war besser, er war besser. So. Ja, beide tot. Ja. Wir können nicht entscheiden, wer gewonnen hat. Deswegen lassen wir mal beide sterben. Wir sind Splatoon. Ne. Ja, geht mir auf den Sack. Oder unten trollt einer rum. Oder unten landet gleich einer. So, weg mit dir. Da wirft einer mit Insta-Bomben auf mich. Sehr schön, weg mit dir. Ich konnte nicht wegschwimmen. Ich stand in gegnerischen Tinte und ich konnte nicht wegschwimmen. Nein. Nicht gut. Aber es könnte ein Sieg für uns werden. Ich jump jetzt einfach mal zu irgendeinem. Ich habe gar nicht geguckt. Du feuerst deinen Raketenwerfer nicht ab. Okay, es ist 13.01 Uhr. Wir haben nochmal gewonnen. Sehr geil. Ich denke nicht, dass jetzt nochmal eine Runde zustande kommt, wenn sie die Server rechtzeitig runterfahren. Aber letztes Mal ging es ja auch noch fast 10 Minuten länger als die angegebene Zeit. Vielleicht dürfen wir noch mal eine Runde zocken. Ich habe wieder nur Zweiter. Die Spieler werden eindeutig besser, ohne Frage. Krass, echt krass. Dürfen wir noch einspielen? Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und schalte beim nächsten Mal wieder ein. Aber es sieht so aus, als ob wir noch eine Runde zocken dürften. Komm, zwei Leute noch. Zwei! Ja, das Problem ist, ich glaube, es kann kein anderer mehr nachjoinen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir sind zwar noch eine 6er-Lobby, aber es wird gleich keiner mehr nachjoinen dürfen. Ja, ich mache einfach mal eine Abmoderation hier. Sollte noch eine Runde zustande kommen, dann werde ich es wieder hinten ranschneiden. Danke fürs Einschalten. Einen Spot werde ich noch hinkriegen, aber jetzt sind wir, glaube ich, schon bei 9 Parts. Ich glaube, 9 Parts für eine Testfire ist voll in Ordnung. Ja, wir sehen uns demnächst dann wieder. Haut rein, euer Hübi.